Ja, während meiner Filmrevue für Apokalypse Now habe ich oft von der Bell UH-1 Iroquois gesprochen. Und ich habe mir gedacht, dass es ja fantastisch wäre, dass ihr die auch mal sehen könnt. Es ist natürlich ein Ding der Unwahrscheinlichkeit, dass eine Bell UH-1D oder eine Bell UH-1 Iroquois bei euch im Garten landet. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe euch die Bellen nach Hause ins Wohnzimmer. Warum sitzt ihr verdammt nochmal alle auf euren Helmen? Ja, damit Charlie, der Viet Cong, uns nicht die Eier abschießt. Eine enigmatische Szene, eine Szene, die jeder, der Apokalypse gesehen hat, ja, eigentlich nie vergisst, würde ich sagen. Ja. Damit Charlie uns nicht die Eier abschießt. Leute, fantastisch. Also die externe Bewaffnung, wie gesagt, das waren dann wirklich die Grobrassen, wie man sie genannt hat, oder die müssen wir streiten. So, hallo Freunde, ich grüße euch. Wie ihr wisst, stamme ich aus Bayreuth. Bayreuth, das ist natürlich Synonym für Richard Wagner. Und wer Richard Wagner sagt, meint natürlich automatisch auch Walküre. Und Walküre, das sagt man auch Walkürenritt, ist euch sicher ein Begriff. Das ist der Auftakt, das Orchesterstück für den dritten Akt der Walküre. Der Walkürenritt ist natürlich vor allem bekannt geworden durch Apokalypse Now. Und wenn wir jetzt mal die Augen zumachen und uns den Film mal so reinziehen, Apokalypse Now, da kommt als erstes in den Sinn diese Höhe, ja? Bell UH Iroquois. Ja? Was es damit auf sich hat, ein paar technische Daten, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, diese Maschine, die ihr hier seht, das ist eine Maschine, die einmal dem Bundesgrenzschutz gehörte. Das sieht man auch schon an den Abzeichen, an dem Wappen. Ja, die wurde damals ausgemustert und per Straßentransport hier dem Deutschen Museum oder zugeführt, dem Deutschen Museum zugeführt. Ja, also eine ausgemusterte Bell UH-1D des Bundesgrenzschutzes. Ja. Ja, die Bell UH-1 Iroquois ist ein Mehrzweckhubschrauber, der ist konzipiert worden von Bell Helicopters und zwar für die US-Armee. Es wurden zu Beginn 16.000 Exemplare hergestellt. Warum Iroquois? Die Amerikaner haben für alle ihre Hubschrauber Namen von Indianerstämmen genommen, deswegen Iroquois für die Bell UH-1D. UH, das steht für Helicopter Utility, daraus ableitend Mehrzweckhubschrauber. Zu Beginn sollte die UH-1 Iroquois nämlich ein Sanitätshubschrauber werden, ja, für den Verwundetentransport. Aber mit der Zeit wurde daraus ein regelrechter Kampfhubschrauber eingesetzt, zum ersten Mal in Vietnam für die Luftbodennahunterstützung. Von den 7000 Helikoptern Bell UH-1 Iroquois, die am Vietnamkrieg teilnahmen, kamen nur 2000 heil zurück, die anderen wurden abgeschossen. Ja. Jetzt mal ein paar technische Daten zu der Bell UH-1 Iroquois. Ja. Ich musste ablesen, vieles wird für euch interessant sein, einiges weniger, aber ich mache mal die ganze Palette durch. Warum nicht? Ja, Hersteller Bell Helicopters, ganz klar, Besatzung 1 bis 2 Piloten. Ich habe in Erinnerung, dass da immer einer der Piloten so eine Art Bordmechaniker war. Ja. Typ mittlerer Transporthubschrauber, Mehrzweckhubschrauber, Antrieb einmal AFCO Lycoming, was immer das auch heißen mag, Bezeichnung T53L 13 Turboschaft, alternativ 13B. Ja, ich meine, die Profis unter euch, die wissen, von was ich da rede. Ich selber weiß es wenig, ja, oder kaum. Art Wellenturbine. Ja. In der Tat war die Bell der erste Hubschrauber überhaupt mit einem Turbinenantrieb. Ja. Leistung 1044 Kilowatt oder 1400 SHP, Maximalgeschwindigkeit 220 km/h
Das heißt auf Deutsch, jedes mittlere Pkw in Deutschland ist schneller wie die Bell. Ja? Reisegeschwindigkeit 200 km/h. Reichweite 500 Kilometer, das ist natürlich wichtig für den taktischen Einsatz. Ja? Mit einem Innenzusatztank 850 Kilometer. Ja? Gipfelhöhe maximal 4150 Meter. Jetzt kommen wir mal zu den Maßen. Gesamtlänge mit Hauptrotor 16,43 Meter. Rumpflänge bis Ende Heckflosse 12,69 Meter. Höhe insgesamt 4,41 Meter. Ja, Höhe Kabinendach 2,37 Meter und wir wären sofort beim Gewicht, der Rest ist so weniger interessant. Leergewicht 2,315 Tonnen und Startmasse 4,350 Kilogramm. Mögliche Ladung, Crew Chief und 14 Soldaten, da wären wir bei einer Kampfgruppe, ja, ganz genau. Mit Kampfausrüstung, 6 Liegen, 3 Sitze, 1700 Kilo Fracht. Bewaffnung optional, zwei Maschinengewehre in der Tür, diverse Raketen und andere Maschinengewehre. Soweit zu den technischen Daten. So Leute, ich dachte mir GI, American, USMC und so weiter, alles gut und schön. Aber Fremdenlegion und Bell UH-1D, das passt auch zusammen. Grüße vom Deutschen Museum. Wir wollen mal den einsamen Kameraden hier auch filmen, der hier an der Bell UH-1 Iroquois ganz schweigsam sitzt. Ja? Damit es dem ein bisschen besser geht. Ja, Kumpel. Ja. Aus dem Deutschen Museum. Hinter mir die Bell UH-1 Iroquois.